Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der Wolf hin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein kleines Händler-Mount und zwar befinden wir uns in Meralda auf den Koordinaten 42, 55 im Heilsturz und hier haben wir die Rüstmeisterin einmal hinter uns stehen, Auralia Stahlstoß heißt die und die verkauft uns ein Mount und zwar haben wir hier gefesselter Schatten. Das kostet relativ viel, 11.375 von den Resonanzkristallen. Das kaufen wir uns mal. Wir können es uns erst holen, wenn wir einen gewissen Ruhm haben. Und zwar müssen wir zumindest Ruhm 23 sein oder mehr. Wie ihr den erhöhen könnt, werde ich euch nachher gleich erklären. Jetzt schauen wir uns erstmal das Mount an. Also einmal gelernt und dann gefesselt. Was? Erinnert so ein bisschen an die Shadowlands Keystone Master Mounts. Die gehen so in die ähnliche Richtung. Dieses Mal kriegen wir quasi so ein Elementar, der komplett schwarz ist. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Passt auch hier zu der Zone. Und von Belleda, also dem Rare, hat man ja auch schon mal so einen ähnlichen gekriegt. Ne? Also da gab es ja... Jetzt muss ich mal gucken... Beleda, das ist der hier, Beledas Boot. Das ist quasi der in lila und hier haben wir einmal den dann in, ja, schwarz. Und dann gibt es ja noch diese Dungeon Mounts, jetzt muss ich mal gucken, die waren in Shadowlands. Genau, da hat man hier die bekommen, ja gut, die waren schon nochmal ein bisschen opulenter, ne, was hier den Aufbau angeht. Aber so vom Grund her sind sie die gleichen, sie haben halt jetzt nur ein bisschen mehr Rüstung. Ich muss sogar fast sagen, die aus Shadowlands sahen schon nochmal ein bisschen cooler aus, tatsächlich. Das ist so ein bisschen die abgespeckte Version. Die aus Shadowlands, die kippt es aber leider nicht mehr, da das ja Season Mounts waren und jeweils nach Beendigung der Season waren die quasi einmal nicht mehr erhältlich. Genau, aber wir können jetzt zumindest diese Models uns holen und die sind eigentlich auch nicht schlecht. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch das Mount Special an. Also, ja, das ist ja ein Flugmount, richtig. Also müssen wir hier mein Mount Special Makro drücken. Okay, ich glaube, die haben dasselbe Mount Special wie die damals aus Shadowlands. Gut. So, wie erhöhen wir jetzt hier unseren Ruf? Also, wie in den meisten Zonen, ist das Erste, was ihr machen könnt, einmal die Kampagne spielen und die kompletten Sidequests mitnehmen. Die bringen schon mal relativ gut Ruf. Dann könnt ihr die ganzen Einmalschätze mitnehmen. Die bringen immer 150 Ruf. Da könnt ihr euch Handy Notes und Handy Notes The Wolf In holen. Oder ihr könnt auch mein Video angucken. Da habe ich auch... einmal alle abgeklappert und erklärt, wie das geht. Bei manchen muss man hier tatsächlich auch ein bisschen Rätsel lösen. Also da ist es tatsächlich nicht nur anklicken und looten. Zusätzlich könnt ihr dann auch noch die Rares mitnehmen. Die bringen 150 Ruf und zwar jede Woche könnt ihr das machen. Also ja, das sind dann doch ein paar mehr. Über das Add-on Handy Notes habt ihr da auch die Möglichkeit, einmal diesen extra Ruf zu sehen, ob ihr den schon abgeschlossen habt. Dann habt ihr hier in der Zone noch die Möglichkeit, World Quests mitzunehmen und zusätzlich einen Vertrag draufzuhauen. Der bringt dann nochmal ein bisschen extra Ruf. Den könnt ihr euch im Auktionshaus erwerben und oder von einem Inschriftenkundler bauen lassen. Als nächstes haben wir noch verschiedene Weekly Quests, die ihr absolvieren könnt. Und zwar aus Donegal haben wir zum Beispiel eine, da müsst ihr in einem bestimmten Dungeon was umhauen und dann gibt es nochmal 1500 extra Ruf. Und es gibt hier noch ein kleines Extra-Event und zwar hier oben Verbreitung des Lichts. Da, an diesem Bauernhof gibt es dann auch nochmal eine Weekly-Quest, die 1500 Ruf bringt. Beziehungsweise ihr könnt auch wöchentlich bis zu 8 kleine Schlüsselflammen aktivieren und davon so Weekly-Quests erledigen. Und die bringen auch nochmal pro 200 Ruf. Also bei 8 Quests sind es auch nochmal 1600 Ruf. Und ja, das alles zusammen gibt euch eigentlich einen ziemlich guten Boost. Das ist tatsächlich die Fraktion, die ich aktuell am höchsten habe. Heißt, bei Heilsturz kriegt ihr am meisten Ruf von den verschiedenen Fraktionen. Also hier bei den Arati von Heilsturz. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.